Ein wunderschönes Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wunderwelt, wo wir uns erstmal Schraubendreher klauen. Werkzeug war hier, ne? Aha. So. Können wir einfach hier ranklatschen? Oh, ja, wow, hätte ich gar keinen Schraubendreher gebraucht. Gut, das ist ja Herz aller Liebst. Tada! Wow! Klingt ja realistisch. So, hier jetzt erst. Achso, siehst du? Geht uns das verloren? Ah, ne. Ach, liegt doch am Arsch. So, das sieht gut aus. Das ist definitiv zu wenig. Wir brauchen definitiv noch mehr Glas. Hä? Ich will immer noch einen Block. Oder? Sah gerade aus, als wäre hier irgendwo ein Block fehlt. Hm. Ach Quatsch, wir haben noch Glas dabei. Ja. So, das war einmal im Stern. Leg mich am Arsch. Gib mir einfach alles, ganz ehrlich, komm. Oha. Das, ups. Vielleicht doch ein bisschen viel gewesen. Ja. Oh ja, das war sehr viel. Oh ja, ja, das war ganz schön. Oh, ja, 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 ja. Oh, komm. Wir werden auch eine Menge Glas brauchen, von daher. Ich springe mal viel zu weit hoch. Was ist denn los mit mir? So, kopieren. Einfügen, 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 einfügen. Ah, da oben gibt es Texturprobleme. Unschön. Aber was willst du machen? So, dann kommst du wieder weg. Okidoki. Aber das ist der erste Raum schon mal glastechnisch, also Fenster und so, fertig. Man kann gut rausgucken. Ja, sehr geil. Man kann auch gut drum rumlaufen. Man könnte natürlich überlegen, dass man hier hinten irgendwie noch einen Aufhang macht, um auf die Veranda zu kommen. Da müssen wir mal gucken, ob es für dieses Glasdinger auch entsprechende Glastüren gibt, weil die würde ich dann schon gerne aufs Glas machen. Und dann direkt quasi im Fenster einarbeiten. Ja, doch, gibt's. Verdammt, wir brauchen wieder Glas. Scheiße, mal dann. I hate my life. Hä? Hatten wir nicht das Hand gehabt oder haben wir es jetzt schon zurückgepackt? I don't know. Wieso sagt er wieder Hi? Der hat dafür schon Hi gesagt. Achso, die hocken gerade beide auf dem Fleck. Wahrscheinlich. Nevermind. Alter, aus jetzt hier. So, reicht. Wir haben... Reicht uns eine Tür? Ja, wir brauchen später sowieso für die oberen Etagen, brauchen wir eh noch mehr Türen. Bei den oberen Etagen hätte ich gerne auch immer auf zwei Seiten Ein- und Ausgang. Das heißt, wir brauchen fünf Türen. Eine für die Etage und dann für die beiden anderen Etagen jeweils noch zwei. Wir brauchen definitiv auch mehr Glas. Ah, verdammt. Das heißt, wir brauchen erstmal noch mehr Holz.
So, wir brauchen, wir haben 6, 5 Glas, 5 Türen. At 6 Glas sind 30. Wir haben 5, wir brauchen also noch 25. Das ist doch eine penibel ausgearbeitete Mathematik-Niedermachung. So. War zu viel, ungefähr so. Na egal. So. Das dauert aber auch, ey. Danke. So. Ach, wir hatten noch 6. Ach, leck doch mal Arsch. Ist doch kacke. Ah. Jo, dann haben wir halt 6 Glas über. Alles scheiße. So. Die Glasgeräusche sind schon cool. Kann man nicht anders sagen. Gut, ist nicht ganz gleich dick, aber ist mir jetzt gerade völlig egal. Es... Oh. Es geht. Da. Es muss gehen. So. Easy. Okidoki. Haben wir schon mal glastechnisch die eher, also die, rohbaumäßig die erste Etage fertig. Sehr schnieke. Hier hinten kommt dann irgendwie die Treppe, also beziehungsweise die beginnt ja hier vorne. Das heißt, hier hinten ist wahrscheinlich, ja, gute Frage, ein bisschen Stauraum oder so, I don't know. Aber eben hier kommt die nächste Treppe hinten. Ja, genau. Die Treppe da oben kommt ja weg, da gibt es ja keine Treppe mehr. Das ist jetzt nur erstmal während der Bauphase. Digga, der wurde schon wieder vom Blitz getroffen. Was ist los mit dem? So. Dann würde ich mal sagen, können wir jetzt bei der nächsten Etage eigentlich schon anfangen, den Balkon lang zu ziehen. Das wird auch ein schöner Spaß. Okay, wir müssen erstmal unser Inventar aufräumen. Der geht ja mal gar nicht. Leck mir am Arsch. Du kannst auf jeden Fall erstmal wieder da rein. Du kannst auch da rein. Glas kann erstmal weg. Genauso wie das Holz. Dann kann das Zeug hier erstmal weg. Oh nein, das Register ist voll. Oh mein Gott. Wie konnte das nur geschehen? Wir brauchen mehr Kisten. Weg damit. Leck mich am Arsch. Ach, leck mich. Die können auch so wieder da rein. Gut. Okay. Tja, die Apfel, die Orangen-Dinger hier wachsen irgendwie gar nicht, kann das sein? Verdammt. Oh. Aus. Nicht, dass er noch mein Haus abfackelt. Ha. So eine Holzbaukonstruktion hat schon manche Schwachstellen. So, wir brauchen... Ach, wir brauchen dich. So.
Ha. Oh, komm. Nein. We are out of wood. So. Eine Sisyphus-Arbeit hier, ey. Zum Glück ist es ja schon die vorletzte, kommt bloß noch eine Etage um drauf und dann ist das auch überschaubar mit dem Arbeitsaufwand. Wenn wir sagen, wir schon mal dabei sind, machen wir auch gleich die nächste Etage mit. Aber das hinter uns. Einzige Sisyphus-Arbeit ist da noch das Geländer ranzumachen. Das wird auch nochmal Spaß. Haben wir jetzt ein Blatt bekommen? Tatsächlich. Voll cute und so. Auch schon wieder leer. Hey, geh da ran, du Affe. Eigentlich können wir bei dem Slab sogar relativ viele mit einmal machen, weil ne, da kann man ja wieder das, was zu viel am Ende ist, kann man wieder rekombinieren. Ist ja gar kein Problem eigentlich. Ach, ich bin es gewohnt, dadurch, dass ich jetzt in letzter Zeit so viel ATS und ETS spiele. Ja, auch im Livestream. Also bei Let's Play meine ich doch. Dieser Nico ist ganz schön unvorsichtig. Erst will er Blitz umarmen. Jetzt will er die Schwerkraft revolutionieren. Was soll ich sagen? Genau. Bei Bartos und ETS bin ich halt immer gewohnt, dass immer Musik nebenbei läuft. Da haben wir unser Autoradio. Vielleicht sollte ich mir vielleicht doch mal eine Playlist für mein Test zusammenstellen, aber ich tue mich da echt zu schwer, weil die Musik, die ich halt habe. Naja. Ich sag mal so, Vocaloid ist halt nicht jedermanns Geschmack. Vor allen Dingen ist die meiste Musik da auch Copyright geschützt. Jetzt könnt ihr natürlich einfach die Musik nutzen, die ich auch bei Artists und ETS nutze, ne, die von No Copyright Sound oder so, wie die heißt, glaube. Muss ich mal überlegen, weil das für ein größeres Projekt, vor allen Dingen da wirklich dran zu denken, denn immer vorher voll 10 Meter Player oder was auch immer zu starten. Hi! So, haben wir schon mal die Balkons an sich fertig, jetzt fehlen bloß noch die Zäune. Was nicht minder schwer oder langwierig wird. Kopieren. Haben wir dort dabei? Nehmen wir nicht. Dann nehmen wir mal ein bisschen Erde. Kommt doch da. Jetzt brauchen wir dich. Kann ich eigentlich einfach so ranbauen? Na, natürlich nicht.
Willst du mich verarschen? Digga, wie kann das denn bitte schön nicht funktionieren? Ah, gut. Dann also doch so hier. So. So bitte nicht. Weil wobei ich ja auch von da unten kopieren, ne? Nee. Zu weit weg. Ey. Jetzt schlägt sie aber 18. Honey, einmal tief durchatmen. Ja, die war mir ein bisschen weg, auf jeden Fall. Das geht ja so mal gar nicht. Eigentlich haben wir eine gute Axt. Aua. Wo ist die Mitte? Das ist die Mitte, oder? Ne, das ist die Mitte, oder? Ja, doch, hier ist die Mitte, genau. Schon wieder Gewitter, ey. Hier ist das Hühnchen, was wir letztens gesucht haben. Ah, sogar schon wieder ein Ei. Oh, wir haben unsere Kletter gar nicht dabei. Oder zumindest nicht ausgewählt. So, mal schon aufpassen, dass das nicht aus Versehen unser Haus anklappern. Jetzt müssen wir schon mal 2 Saplings zurückbekommen. Oh, 3. Okay. Damit sind wir also wieder im grünen Bereich. Sehr gut. Wieder mehr Saplings als Bäume, die wir gefällt haben. Das ist wichtig. Im Terminal Center haben viele ihre TNs, also Terminals, gebaut. Außerdem gibt es an der Wand Telepads so Sehenswürdigkeiten. Ah, die haben wir jetzt sogar schon abgedingstert, ne? Achso, Walker. Am Spawn mit S. Gibt es 8 Telepads, die führen zum Beispiel zu Tutorials, die sämtliche Technologien hier erklären. Dann gibt es den Telepad zum Post Office, da kann man sich einen Briefkasten hinstellen, falls dir wieder jemand was schenken will. Im TravelNet Center haben viele ihre TNs aufgebaut. Aha! Tja, ich meine, wir haben ja so ein Office-Ding bekommen, ne? Hier als Geschenk von Jojo. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Oh. Terminal Center, dann verwendet man die Treppe runter. Oh, hier wurde ja auch weiter dicht umgebaut. Gut, wenn ihr diese Folge seht, dann ist ja wahrscheinlich schon Neujahr. Die Folge müsste am 30, 31, 1, 2, am 3. rauskommen. Welche nehmen? Ja. Die Frage ist, welches von den vielen Dingen ist jetzt der Post Office? Mühle, TC, Contest, Fahrt. Public Farm. Ich meine, hier ist das Travel Center. Ist da auch, Post Office?
Oder ist das nochmal woanders? Auch jetzt. Achso, ist ein Telepad. Müssen wir also hier mal bei diesen Telepads gucken. Public Mina. Beginner Village. TravelNet Center. Auto. Tutorial Hub. Random Teleport. Rules und Hilfe. Also Regeln und Hilfe. Ja, hier mit dem Schnee ist natürlich ein bisschen blöd. Man kommt hier gar nicht mehr hoch. Liebe Admins. Dumm. Gelaufen. Ach, da, guck mal, hier ist sogar ein Kreiselding. Ah, guck mal, hier ist sogar Jojo-Uvo. Achso, ja gut. Ich dachte, ich kann hier auch einen Brief schreiben. Auf jeden Fall heißt er wirklich Jojo-Uvo. Also gehörte das Uvo doch zum Namen dazu, tatsächlich. Interessant. Gut, hier sind scheinbar die ganzen VIPs. Flo. Ist hier irgendwas frei? Ah ja, hier ist noch frei. Na gut, ist hier auf der Seite was frei? Nee, ist alles belegt. Schade. Ich wollte meinen direkt neben Jojo platzieren. Hätten wir zusammen kuscheln können. Na gut, hier ist noch eine Menge frei. Da haben wir auch wieder Master Builder. Hier ist immer eine Lücke dazwischen. Weil ich sehe gerade, hier ist alles protected. Wie wir denn hier Briefkästen platzieren können, wenn ja alles protected ist. Heimcomputer. Gut, ich würde mal sagen, hier ist großer Platz. Ich würde mal sagen, wir packen einfach mal hier hin. Oh, es geht tatsächlich. Wow. Gut, in meiner geistigen Umnachtung habe ich natürlich keine kein Schild mitgebracht. Also wird niemand wissen, dass das Ding von mir ist, außer er guckt tatsächlich hier drauf oder dann steht es ja genau an der Stelle. Ja. Gut, dann müssen wir nochmal nach Home gehen hier und mal so ein Schild mitbringen. So, viele Kisten. Danke. Das war hier hinten, ne? Ne, da. So, wir müssen uns merken, wir sind in der gelben Reihe neben dem goldenen Apfel. Nur gute Sachen, bitte. Walker. Ja. Ja, muss ich mal jetzt gucken. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie genau ist jetzt nach diesem neuen Schema. Kann ich jetzt einfach sagen, YouTube.com, das geht. So, das heißt, YouTube, hey, wie kann ich schreiben? Ich will schreiben. Fokus, ach jetzt. Hey, YouTube @ Ronny Bartmann. Richtig? Richtig. Ah nee, halt, nicht Ronny Bartmann, sondern meine E-Mail-Adresse. So, dann kommt das nämlich tatsächlich mal da drunter und sogar noch eine Zeile frei. Ja, so geht's auch. Dann mache ich da aber lieber manuell eine neue Zeile, damit es auch gewollt aussieht. Und dann mache ich tatsächlich sogar, kann ich da gleich aufschreiben. Tada! YouTube @ Minz Company.
Easy. Ja. Wobei, ich glaube mal, die Schritt. So ist es sogar fast lesbarer, ne? Ja. So ist es, so kann man es besser lesen. Oder? Ja, doch. So kann man es besser lesen. Na, auf jeden Fall. Okay. Und so sieht es auch ungefähr vom Abstand her gut aus. Links und rechts ein bisschen Rand, oben und unten ein bisschen Rand. Briefkasten ist im Kasten. Yeah! Okay. Okay. So, also wir sind gelb. Werde ich locker vergessen. So. No chance, dass ich mir das merke. Aber. Tja. Aber interessant, dass man die Briefkästen selbst in Protected Areas platzieren kann. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Oder die haben eine spezielle Mod, mit der die das bewerkstelligen. Dass man manche Sachen platzieren kann. Ich schätze mal, außerhalb von den Dingern kann man es nicht genau. Genau. Das heißt, es sind speziell diese beiden Blöcke, die nicht geschützt sind scheinbar oder zumindest von der Mod abgegriffen werden. Okay, aber da geht's. Aber hier ist auch eine Area. Aha! Hier. Yuri offen. Das heißt, hier ist eine Area, die speziell freigegeben ist. Okay, das macht natürlich Sinn, genau. Das heißt, man kann hier drinnen letztendlich sogar platzieren, was man möchte. Also auch, weiß ich, einen Zaun. Bam. Ja. Nee. Nee. Ich wollte gerade schon wieder böse Sachen machen, aber nein. Aber ja, theoretisch kann man hier platzieren, was man möchte. Weil das halt eine. Einfach eine Area ist, die halt offen ist an der Stelle. So kann man es natürlich auch machen. Guck mal, hier hinten ist alles frei. Vielleicht sollten wir uns mal lieber nicht lieber hier was machen. Wo so schon viel Platz ist. Und ich meine, hier hinten ist auch wieder belegt. Außerdem quasi lieber ein Farm nicht. Ich würde eher hier so hellgrün machen. Wobei beide grünen Türen einigermaßen. Aber gelb geht das. Ach, wir lassen einfach hier. So. Wir werden eh nie reingucken, weil ich sehe, weil ich mindestens, wenn ich jetzt mit den Aufnahmen für heute fertig bin und das nächste Mal Aufnahmen mache, werde ich das Ding schon komplett vergessen haben. Like, komplett. Briefkasten ist im Kasten. Gut, das war. Ey! Emily! Emily. Ich schätze mal, Message gibt's ja, ne? Achso, die Message geht ja nur, wenn derjenige online ist. Außerdem habe ich den Schatz in OMP geschrieben. Was ist los mit mir? Gibt's hier sowas wie Mail? Vielen Dank. Für die Blumen. Für das Geschenk. Verdammt! Mail gibt's also nicht. Das ist ja traurig. Was gibt's denn hier so alles? Contest, Emoji, Easy Mod. Gibt's irgendwas mit Mail oder sowas? Party, vielleicht da? Nee. Das ist eine andere Party. Ich dachte jetzt Party im Sinne von mehrere Spieler schließen sich zusammen. Nennt man ja Party. Ne. Scheiße, das mal nicht zu geben. Sehr schade. Problem ist natürlich, ich kann dir jetzt auch kein beschriebenes Schild reinpacken. Das geht ja nicht.
Na gut, müssen wir mal nächste Folge gucken. Von daher erstmal bis dann.